Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du dabei bist. Ich heiße Max und ich möchte heute einen Klassiker der englischen Literatur besprechen, nämlich Jane Eyre von Charlotte Bronte aus dem Jahr 1848. Wir können zunächst mal hier das Cover anschauen und wir erkennen schon den Beruf, um den es hier geht. Hier ist nämlich eine junge Frau damit beschäftigt, sich um ein kleines Kind zu kümmern. Das ist also eine Gouvernante und eine Gouvernante war damals Mitte des 19. Jahrhunderts ja gleichermaßen Erzieherin, Lehrerin, Aufpasserin, Spielgefährtin und wie wir hier sehen auch noch Vorleserin eines meist adeligen Kindes. Und das war einer der wenigen Berufe, in denen Frauen damals eben reüssieren konnten. Ins Deutsche übersetzt wurde Jane Eyre von Andrea Ott. Ja, bevor wir jetzt auf das Buch eingehen, möchte ich erstmal Tanja danken, denn Tanja, eine Kommentatorin, hat mich immer wieder darauf hingewiesen, ich solle doch endlich mal Jane Eyre lesen, es sei ein ganz grandioses Buch. Vielen Dank dafür, ich brauchte diese ja steten Motivationsspritzen. Kommen wir kurz zur Autorin. Charlotte Bronte wurde 1816 geboren und sie starb 1855 in Yorkshire. Sie wurde also nicht besonders alt. Gleiches gilt auch für ihre Schwestern, die ebenso Schriftstellerinnen waren, nämlich Anne Bronte und Emily Bronte. Ja, die Familie lebte auch in Armut. Wir erfahren in Jane Eyre selbst einiges über das Schicksal dieser drei Schwestern. Es hat also durchaus autobiografische Bezüge und durchaus einige Parallelen. Allerdings würde ich jetzt nicht so weit gehen, darin komplett das Leben von Charlotte Bronte zu erkennen. Dieses Buch war Mitte des 19. Jahrhunderts übrigens ein großer Publikumserfolg. Dazu trug vielleicht auch die unklare Autorschaft bei, denn Charlotte Bronte veröffentlichte Jane Eyre unter dem Pseudonym Currer Bell. Und da man damals nicht wusste, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist, wollte man das vielleicht zusätzlich in Erfahrung bringen und das trug dazu bei, eben dieses Buch zu einem gewissen Erfolg zu machen. Man muss sagen, dieser Erfolg ist ungebrochen bis heute vorhanden. Es ist ja fantastisch und eigentlich unglaublich, wie beliebt die englischen Klassiker auch des 19. Jahrhunderts heute noch sind, wie viele Leute, junge Leserinnen und Leser, immer noch begeistert auf diese Geschichten abfahren von Elizabeth Gaskell, von den Bronte-Schwestern, von Jane Austen, aber auch von Dickens, von Hardy und wie sie alle heißen. Davon können deutsche Klassikerinnen und Klassiker des 19. Jahrhunderts in aller Regel nur träumen. Das will ich einfach mal bekennen. Und falls ihr Interesse habt an einem viktorianischen Werk eben dieser Zeit und falls ihr parallel etwas mit mir lesen wollt, ich lese jetzt bald eben Sturmhöhe von Emily Bronte von der Schwester. Gut, dann steigen wir jetzt ein und das Video ist so geteilt, ich werde zunächst mal etwas zum Inhalt sagen. Dabei gehen wir wirklich brachial vor. Es geht nur um die wichtigsten Stationen. Ich werde auch alles spoilern, denn das will ich einfach bei einer Klassikerrezension tun, damit wir auch ja, wissen, worüber wir reden. Danach kommen wir zu den verschiedenen Themen und Motiven in diesem Werk und dann kommen wir natürlich auch nochmal zur Sprache und letztlich zur Einordnung. Hat es mir gefallen? Inwiefern finde ich es großartig und was hat mich vielleicht dann doch gestört? Okay, jetzt kurz eben zum Plot dieser Geschichte. Es geht um Jane Eyre. Sie ist übrigens auch unsere Ich-Erzählerin, ja. Es ist retrospektiv gestaltet. Sie blickt also zurück auf ihr Leben. Sie schildert verschiedene Stationen in der Kindheit, in der Jugend, als junge Erwachsene und berichtet eben davon, wie sie heute die wurde, die sie eben geworden ist. Und sie wächst jetzt nicht in der eigenen Familie auf, denn ihre Eltern sind gestorben. Auch hier gibt es eben gewisse Ähnlichkeiten zum Leben von den Bronte-Schwestern, denn die Mutter starb relativ früh. Genau, und Jane Eyre wächst jetzt bei ihrer angeheirateten Tante auf, bei Mrs. Reed. Die Mrs. Reed hasst Jane und Jane hasst sie. Dazu kommen wir gleich noch, warum das der Fall ist. Jane Eyre ist auf jeden Fall sehr impulsiv, sie hat eine große Emotionalität und das scheint dieser Mrs. Reed einfach nicht zu gefallen. Sie kommt dann mit Hilfe eines Apothekers, der erkennt, dass sie in großer Gefahr schwebt und eine Ortsveränderung braucht, in eine Armenschule. Und diese Armenschule wird geführt, geleitet von einem Mr. Brocklehurst. Dieser Mr. Brocklehurst hasst Jane Eyre ebenso. Wir haben hier also eine zweite Gegnerfigur in gewisser Hinsicht, denn er empfindet Jane Eyre als lasterhaft, als übergriffig, als völlig unweiblich. Sie ist eben nicht das kleine Mädchen, das sich zurücknimmt, das still ist, das in der Ecke sitzt, sondern sie ist wütend häufig, wenn ihr Unrecht geschieht. Sie äußert ihre Meinung und damit widerspricht sie einfach diesen sehr puritanischen christlichen Werten, die Mr. Brocklehurst zumindest vorgeblich vor sich herträgt.
Aber es gibt eben auch Miss Temple, das ist eine Lehrerinnenfigur und Miss Temple unterstützt Jane. Sie kann also das Talent in Jane Eyre erkennen und sie fördert das. Außerdem hat sie hier noch eine junge Freundin. Sie ist auch wichtig, weil sich an Helen Burns dann ja eine christliche Thematik entfaltet. Denn Helen Burns ist ein junges Mädchen, offenbar auch begabt. Aber sie hat die Besonderheit, dass sie Kritik immer wieder aufnimmt und dass sie davon ausgeht, dass sie selber Fehler begeht. Also sie versucht, jede Kritik, wie unfair sie auch vorgebracht wird, zu verarbeiten, das Positive darin zu erkennen und sich dementsprechend zu verhalten. Das tut Jane Eyre nicht. Sie ist viel impulsiver, sie ist auch aggressiver in ihrem Verhalten. Deswegen fand ich diesen ersten Teil großartig, weil wir uns nicht ganz im Klaren darüber sind, ob Jane Eyre denn eigentlich nur positiv gezeichnet ist oder ob die erwachsene, eben zurückblickende Jane Eyre doch auch ja sagen möchte, dass sie als Kind vielleicht häufig zu aggressiv war, dass sie bestimmte Regeln der Gesellschaft auch hätte übernehmen müssen. Das ist also hier durchaus eine ambivalente Figur, die mir am Anfang extrem gut gefallen hat. Sie wird dann eben auch Lehrerin in dieser Schule, in Lowood, in dieser armen Schule, denn sie ist eben sehr begabt und somit gelingt ihr eine gewisse, eine berufliche Erfolgsgeschichte in gewisser Hinsicht, denn sie kann dort eben dank ihres Talents und Fleißes arbeiten. Die Bedingungen dort sind übrigens prekär. Die Mädchen leiden unter Hunger, verschiedene Krankheiten grassieren und auch das ist eine Parallele zum Leben der Bronte-Schwestern. Okay, da jetzt Miss Temple allerdings aus der Schule ausscheidet, möchte auch Jane Eyre ausscheiden, denn ohne Miss Temple fühlt sie sich einfach alleine und deswegen wird sie jetzt ihrem Entdeckergeist abermals frönen und sie möchte sich bei einer anderen Tätigkeit, bei einer anderen Stelle bewerben. Sie inseriert also in einer Zeitung und wird dann tatsächlich als Gouvernante aufgenommen bei einem Mr. Rochester auf dessen Gut Thornfield. Und wie gesagt, als Gouvernante muss sie sich jetzt eben um ein junges Mädchen hier kümmern, Adele heißt sie. Und wir erleben eben auch die Strapazen dieser Tätigkeit, wobei es ihr in Thornfield wirklich gut geht. Aber es gibt hier durchaus eben auch sehr viele Dinge, auf die sie achten muss als Gouvernante. Mr. Rochester ist ja ein Angehöriger des Adels und deswegen kommen immer wieder Gäste zu ihm. Da sind dann die ja sehr hochnäsigen Adeligen der Ingrams zum Beispiel. Und so erfährt Jane Eyre, dass offenbar die junge Tochter dieser Ingrams, Blanche Ingram, diesem Mr. Rochester versprochen ist. Wobei Mr. Rochester aufgrund seiner Persönlichkeit jetzt eigentlich kein typischer Vertreter des Adels ist, denn er ist, wie ich herausgefunden habe, so ein typischer Byronscher Vertreter, das heißt, er ist eher ein Anti-Held, er ist schroff, er ist im sozialen Umgang eigentlich eher absichtlich bemüht, gewisse Konventionen zu brechen, vielleicht um einen Lustgewinn zu erzielen, um intellektuelle Momente zu erzeugen, in denen vielleicht das Wahrhafte, das Authentische im Leben durchdringt. Er ist also gegen die Konventionen seiner Zeit gerichtet, obwohl er natürlich auch ein Vertreter dieser Konventionen ist. Das ist also hier durchaus auch eine ambivalente und dadurch spannende Figur. Ja, wie wir dann eben im weiteren Verlauf erfahren, kommt es zu zahlreichen Diskussionen, zu Dialogen zwischen Jane Eyre und Mr. Rochester. Es wird bald klar, dass die sich sehr zugetan sind. Die sind sich gegenseitig sehr sympathisch. Sie haben auch diese intellektuelle Fähigkeit. Sie sind beide intelligent. Sie sind in der Lage, auf die verzwickten Gedanken des anderen einzugehen, auch dessen unkonventionelle Gedanken eben zu tragen. Und das unterstützt sie dann beide. Und dabei geht es häufig eben um Auseinandersetzungen mit der christlichen Moral. Wie sollen wir leben? Was tun wir, wenn wir falsch gehandelt haben? Was ist eigentlich eine Gewissensnot? Ist das etwas Teuflisches oder trägt es uns zu einem besseren Ich, zu einem Verständnis dessen, was wir getan haben? Oder ist es eigentlich ja eher ein Laster, das wir abwerfen müssen. Das sind wirklich sehr interessante Gespräche, die sich da ergeben. Und ja, Jane ist natürlich in gewisser Hinsicht jetzt auch schon selbstständig, da sie ja etwas mehr Geld verdient und damit zumindest sozial und wirtschaftlich also nicht mehr abhängig ist von ihrer Familie, die es ja ohnehin nicht gibt. Leider ist es jetzt allerdings so, dass dieser Mr. Rochester schon verheiratet war. Ja, das ist ja auch ein großer Komplex, auf den ich gleich nochmal eingehen möchte. Er war nämlich früher in Jamaika offenbar mal und dort hat er dann eine Frau geheiratet, die sich aber als wahnsinnig herausgestellt hatte. Das ist Bertha Mason. Und da er nun gebunden ist, kann er nicht Jane Eyre heiraten, wie er das eigentlich möchte, sodass Jane Eyre jetzt sagt, nein, wenn das unter diesem Stern steht unsere Beziehung, dann möchte ich hier nicht leben, dann muss ich hinaus, ich muss wieder in die Welt, abermals ja drängt es sie hinaus in die Welt und sie kommt dann nach einer wirklich grandios bitter beschriebenen Szene voller Hunger, in der Jane Eyre im Moor lebt, also irgendwie in der Natur haust und sich von Schweinefressen ernähren muss, da kommt sie dann endlich zu den Geschwistern Rivers,
Die sind ebenso gebildet wie Sie, die haben großartige Interessen. Es sind also zwei junge Frauen und ein junger Mann. Diese junge Frauen sind auch gebildet, sie lesen Schiller. Es geht hier also auch um politische Dimensionen. Es geht um die deutlich auch literarisch erkennbare Frage, wie man sich selber erhebt über ein System, in welcher Weise man auch ja eigentlich der Herr seines eigenen Lebens ist. Und hier kommt es dann aber auch durch diesen jungen Mann, nämlich durch John Rivers, immer wieder zu Gesprächen über christliche Werte, über die Opferpflicht, die Jane Eyre in den Augen dieses jungen Mannes hat. So, jetzt habe ich gesagt, das wird eine kurze Zusammenfassung, ist es aber überhaupt nicht geworden. Ihr seht also, diese 600 Seiten lassen sich kaum zusammenfassen, denn alle Themen oder alles, was ich jetzt benannt habe, ist in meinen Augen auch sehr wichtig, um zu verstehen, warum dieses Buch eigentlich ein Buch der Autonomiebestrebung ist. Es geht hier um eine junge, selbstbewusste Frau, die eben ja, letztlich feministische Anliegen vertritt. Aber sie steht eben dafür ein, dass sie ein selbstbewusstes und eben auch autonomes Leben führen kann. Übrigens kommt es dann, nachdem sie sich von John Rivers eben entfernt hat, der möchte sie zur Frau nehmen, allerdings nur, um sie zur Pflichtgefährtin zu machen bei seinen Tätigkeiten in Indien, bei seinen Missionarstätigkeiten, obwohl er sie nicht liebt und sie liebt ihn auch nicht. Und als sie das eben von sich weiß, da kann sie dann endlich wieder zu Mr. Rochester zurückkehren. Sie hört nämlich eines Nachts dessen Ruf, was nicht sein kann, da das ja dutzende Meilen entfernt ist, aber sie hört das eben, sie kehrt zurück und Mr. Rochester ist jetzt nach einem großen Unfall, denn das alte Haus, also Thornfield, ist zusammengefallen und nach diesem großen Unfall ist er jetzt erstens nicht mehr an seine Frau gebunden, denn Hertha oder Bertha Mason ist gestorben bei diesem häuslichen Unfall, bei diesem Zusammenbruch und Zusammenfall von Thornfield und er ist jetzt eben tatsächlich angewiesen auf die Hilfe von Jane Eyre. Damit sind sie gleichberechtigt, damit gibt es keine Unterschiedlichkeit mehr, zumindest in wesentlicher Hinsicht, denn was jetzt auch noch passiert ist, Jane Eyre hat geerbt, sie ist plötzlich reich geworden und sie entspricht diesem Mr. Rochester jetzt eben auch finanziell. So, das ist erstmal die Handlung und das dauerte jetzt einfach lange, denn ich finde schon, dass das ganz wichtige zentrale Elemente sind. Kommen wir jetzt zu den Themen. Erstens ist da für mich Jane als transzendierender Mensch. Was bedeutet transzendierend? Simone de Beauvoir hat in ihrem Werk Das andere Geschlecht eben davon gesprochen, dass Männer üblicherweise als transzendierende Wesen gekennzeichnet werden. Sie überwinden ihre eigenen Beschränkungen, sie sind eben Entdecker, Eroberer und Frauen werden immer beschrieben als immanente Wesen. Ja, sie repräsentieren diese gleichbleibende Kraft, die Häuslichkeit, sie sind an einem Ort und sie laden den Mann dann dazu ein, es sich gut gehen zu lassen. Und das ist Jane Eyre überhaupt nicht. Sie ist von Anfang an eine, die erstmal liest von der Antarktis, von irgendwelchen Abenteuern und sie möchte hinaus in die Welt. Sie wird ja immer wieder auch aus den eigenen ja, Beschränkungen und aus den eigenen Gemütlichkeiten hinaus auch treten und etwas Neues erleben wollen. Und damit hat sie eben etwas ganz Transzendierendes in sich. Und nach Simone de Beauvoir ist Jane Eyre also eigentlich eine Figur, die sehr viele männliche, also damals als männlich attribuierte Eigenschaften enthält. Und damit ist sie selbstverständlich auch hier autonom. Sie will also autonom leben, sie will wissen, was es in der Welt gibt. Sie gibt sich nicht mit dem zufrieden, was sie ohnehin hat, denn sonst würde sie in dieser Familie bei Mrs. Reed versauern. Zweitens, das zweite Thema, es gibt Gegnerfiguren, die Jane überwinden muss. Erstens Mrs. Reed, die nicht mit dieser kindlichen Emotionalität, mit der Kraft, auch mit der Wut klarkommt, die Jane Eyre eben hat und die wahrscheinlich auch ein Zeichen für ein gesundes Gerechtigkeitsempfinden ist, das eben immer wieder torpediert wird. Denn Jane Eyre wird nicht so behandelt wie die anderen Kinder oder wie die leiblichen Kinder von Mrs. Reed. Die zweite Figur ist dann Mr. Brocklehurst. Er ist, wie gesagt, ein Heuchler. Ja, er fordert gewisse Pflichten und Tugenden, die er aber selber nicht ausüben kann. Seine eigenen Töchter sind nämlich völlig geziert, völlig geschminkt, also genau so, wie sich junge Frauen in seinen Augen nicht verhalten sollen. Also er kann das Laster in der eigenen Familie nicht verhindern, dass er selber aber sozusagen permanent auszumerzen bereit ist. Er ist ein Heuchler. Er vertritt nicht die Werte, die er zumindest verkündet. Die dritte Figur ist dann John Rivers. Auch mit ihm muss sich Jane Eyre auseinandersetzen, gerade mit dessen christlicher Pflichterfüllung. Denn diese Pflichterfüllung ist etwas, was Jane Eyre durchaus begrüßt, aber sie erkennt, dass sie selber eben auch noch emotional ist. Sie will auch das Amoröse in ihrem Leben. Sie will also nicht nur Tugend und Pflicht und Ethik sozusagen, ein ja gerechtes, moralisch anständiges Leben. Sie möchte auch die Leidenschaften verwirklicht sehen. Das sind drei Figuren, mit denen sich Jane Eyre
herumschlagen muss und die sie überwinden muss. Das dritte Thema ist natürlich Intellekt und Emotionalität. Daran geknüpft, Jane bildet sich durch Lektüre in Kindheit, sie wird in der Schule verschiedene Sprachen lernen und gewisse Grundkenntnisse in den Fächern erwerben. Und auch durch die Gespräche mit Mr. Rochester erlebt sie eben auch ihren Intellekt als wandlungsfähig. Sie ist in der Lage, mit einem Mann ein Gespräch zu führen. Das mag natürlich jetzt uns selbstverständlich erscheinen. Damals war das aber eben ein literarisches Bekenntnis, das man auch erstmal so aussprechen musste und das mit Sicherheit nicht als so selbstverständlich aufgenommen wurde, wie es für uns heute ist. Sie betont aber eben andererseits auch das Recht auf Liebe, auf Gefühle, denn sie will nicht als männlicher Geist gesehen werden. Das heißt es nämlich einmal aus dem Mund eben dieses John Rivers, sie sei eigentlich ein männlicher Geist. Und das lehnt sie ab, sie ist ebenso emotional. Das vierte Thema ist die Gleichstellung mit Mr. Rochester. Zunächst sagt nämlich Mr. Rochester auch auf Seite 178, ich bitte um Verzeihung, Miss Eyre, ein für alle Mal, ich möchte sie nicht behandeln, als seien sie mir unterlegen. Hier wird also wirklich angesprochen, dass er aus seiner Perspektive Jane Eyre anerkennt als gleichberechtigten Partner. Und das muss sich jetzt aber in dieser Geschichte erst noch erweisen. Jane Eyre wird also irgendwann wirtschaftlich unabhängig sein und damit ihm gleichwertig, da sie ja erbt. Sie wird irgendwann natürlich ihren Geist so weit geschult haben, dass sie ihm ja eine Gesprächspartnerin auch sein kann. Sie ist das irgendwann aber dann vor allem moralisch, da er eben nicht mehr verheiratet ist. Das ist ihr ebenso wichtig. Sie will nicht als Konkubine hier irgendwie fungieren. Sie möchte sich nicht, wie das Mr. Rochester einmal empfiehlt, in ein wunderschönes Haus in Frankreich abschieben lassen, wo sie als Konkubine, als Mätresse leben könnte, sondern sie möchte eine moralisch integre Ehefrau sein. Dieser Weg der Gleichstellung mit Mr. Rochester ist sozusagen ein Kern dieses Buches und drückt natürlich auch wieder das Bestreben von Jane Eyre um Autonomie aus. Denn erst wenn sie ihm autonom, gleichberechtigt entgegentritt, wird sich hier wirklich eine Liebesbeziehung entfalten können, die gleichermaßen von Intellekt und von Emotionalität und einfach von Liebe und Moral geprägt ist. Das weitere Thema ist erstmal die sprachliche Opulenz. Muss man bekennen, erstmal wertneutral. Diese Opulenz transportiert Emotionen und das ist sehr wichtig, eben um zu betonen, dass Jane Eyre natürlich auch eine emotionale Person ist. Hier heißt es einmal in der Auseinandersetzung eben mit John Rivers relativ am Ende, ich war versucht, den Kampf mit ihm aufzugeben, mich vom Sturzbach seines Willens in die Schlucht seines Lebens hinunterspülen zu lassen und mein eigenes Dorf zu verlieren. Also hier wird in einer sehr metaphernreichen, bildreichen Sprache von Gefühlen gesprochen. Häufig ist das wunderschön, weil Jane Eyre eben sehr viele sprachliche Bilder bereithält. Mir gefällt auch diese Opulenz durchaus, um hier die überbordende Energie, eben diese Sensibilität, die Emotionalität von Jane Eyre auch entsprechend zu würdigen und dem Leser zu verdeutlichen, wie reich sie eigentlich ist, welch großes emotionales Reservoir sie in sich trägt. Aber es kann durchaus auch zu Schwulst führen, das will ich auch noch betonen. Es ist eben häufig auch extrem wiederholungsreich, es ist redundant und dadurch auch nervig. Also Emotionen müssen immer wieder wiederholt werden. Es sind dann irgendwann auch so relativ typische Taktungen von Herzschmerz, dann von Pflichterfüllung, von Betonung irgendwelcher Werte. Dann wird das häufig auch wiederholt in den Augen einer anderen Figur. Das heißt, diese emotionale Opulenz wird in meinen Augen auch irgendwann überbordend und wird redundant und dadurch verliert sich eben auch so diese direkte Wirkung, vielleicht auch von Mitgefühl, was der Leser natürlich auch dabei empfindet. Die Auseinandersetzung mit adeligen Werten, mit der bürgerlichen Sphäre, hier treffen also wirklich bürgerliche und adelige Werte aufeinander. Das ist durchaus eben auch Mitte des 19. Jahrhunderts ein Thema, das bestimmt viele Leser extrem spannend fanden. Man hat hier dann eben auch typische Kennzeichen eines Melodrams, also man hat sehr große Emotionen. Man hat natürlich die Verachtung von adeligen, amoralischen Werten. Die adelige Sphäre steht hier vermutlich auch für das Überkommene, für das, was man endlich ablegen muss. Man kann Jane Eyre durchaus auch als Auseinandersetzung mit dem alten griechischen Prinzip der Kalukagathia interpretieren. Die Kalukagathia ging ja davon aus, dass eine schöne Seele immer in einem schönen Körper wohnt. Wir kennen das nicht nur die alten Griechen, nicht nur das 19. Jahrhundert hatte die Vorstellung, dass positive Charaktere immer auch schön gezeichnet sind, dass böse Menschen immer auch hässlich sind. Das ist ein üblicher Topos nicht nur in der Literatur und Jane Eyre bricht damit. Denn Jane Eyre
wird immer wieder als hässlich beschrieben. Auch Mr. Rochester ist offenbar hässlich, wobei das die beiden Hauptprotagonisten nicht davon abhält, sich ineinander zu verlieben und eben das Schöne in der Seele, im Charakter zu erkennen. Und deswegen haben viele Rezensentinnen und Rezensenten betont, wie toll es ist, dass endlich mal ein Buch über hässliche Menschen voller Liebe erschienen ist. Allerdings denke ich, dass es dennoch eine Kalokagathia enthält, also wiederum eine Vorstellung, dass man das Innerliche im Äußeren erkennt, und das ist dann für mich auch völlig unplausibel, warum Charlotte Bronte das so gelöst hat, denn die Stirn von Mr. Rochester wölbt sich auf eine bestimmte Weise und zeigt damit dessen Intelligenz. Das Gesicht von Jane Eyre zeigt hier ein gewisses Detail und daran erkennt man deren moralische hohe Stellung, und ebenso schafft es Jane Eyre eben immer wieder in den Augen, ja, in der kleinen Mimik von adeligen Frauen, deren Dummheit zu erkennen, deren Amoral, deren fehlenden Intellekt. Also hier wird abermals das Äußere dazu benutzt, um innere Werte zu erkennen. Das ist natürlich zum Teil einfach die Folge dieser Figurenzeichnung bzw. der Erzählerinstanz, denn Jane Eyre ist ja die Ich-Erzählerin, und um diese adeligen Frauen irgendwie herabwürdigen zu können, muss sie Urteile über sie fällen. Und da sie nicht mit ihnen ins Gespräch kommt, da die adeligen Frauen das Gespräch mit dieser bürgerlichen kleinen Frau natürlich von sich weisen, muss Jane Eyre ja irgendwie auf die Distanz hin urteilen. Aber das ist dann in meinen Augen eigentlich eine Überwindung eines Prinzips, nur um an dessen Stelle, ja, eine Variation desselben Prinzips zu setzen. Das fand ich persönlich etwas schade. So couragiert wie Charlotte Bronte ihre Protagonistin Jane Eyre über bestimmte Konventionen der Zeit hinwegtreten lässt, um eben eine gewisse Autonomie zu erarbeiten, so ja verpflichtet ist sie auch bestimmten Konventionen und so verhaftet ist sie in bestimmten gedanklichen Bahnen eben der Zeit. Diese Selbstgerechtigkeit hat mich durchaus gestört, ebenso dieser schon angesprochene sprachliche Schwulst. Das ist eben hin und wieder überbordend emotional und man wünscht sich dann doch eine etwas reduziertere Sprachform, gerade da man es ja verstanden hat. Ja, jetzt habe ich 22 Minuten geredet. Ich möchte wirklich noch einmal betonen, dass ich das für eine sehr gelungene, sehr interessante Charakterstudie halte. Jane Eyre wird uns eben tatsächlich sehr, sehr nah vor Augen geführt. Gerade die erste Hälfte finde ich großartig, weil Jane Eyre sich selbst offenbar hier noch ein Rätsel zu sein scheint. Es ist also nicht klar, wie sie sich selber bewertet. Dadurch entstehen ganz viele Konfrontationssituationen, die der Leser eben auch so richtig nachempfinden muss, in denen er versuchen muss, auf die Spur dieser jungen Frau zu kommen und sich in ihre Schuhe versetzt und sich in ihre Schuhe stellt, um ja gewisse Konflikte eben auch nachzuvollziehen. Der zweite Teil ist für mich natürlich ebenso interessant, er ist aber auch überbordend, hin und wieder eben auch selbstgerecht. Ich möchte noch kurz wenige Worte zu Bertha Mason sagen, denn diese erste Frau von Mr. Rochester ist in der Forschungsliteratur zu Jane Eyre eine sehr umstrittene Figur, denn an ihr zeigt sich eigentlich der koloniale Blick von Charlotte Bronte, denn Bertha Mason ist ja eine Kreolin, ist also eine Ausländerin, die gleichzeitig wild, verrückt und wahnsinnig ist, und damit zeigt sich eben, dass Charlotte Bronte einerseits ihre Jane Eyre als ein transzendierendes Wesen aufgebaut hat, das sich eben über die ja bestimmten Faktoren, über die Bedingungen und auch Gefängnismauern erhebt, dass sie auf der anderen Seite aber dann doch die Konstruktion eines anderen braucht, eines anderen, das eben gegen den gesunden Menschen in England steht. Und daran ja scheiden sich so ein bisschen die Geister. Was ist diese Figur der Bertha Mason? Manche sagen auch, dass Charlotte Bronte in dieser Bertha Mason gewisse Parallelen gesetzt hat zu Jane Eyre als eine gefangene Frau, die sozusagen wahnsinnig wurde unter den Bedingungen, in denen sie lebte. Ob das zutrifft oder ob es sich dabei eben um einen gar nicht reflektierten Blick von Charlotte Bronte handelt, in dem sie eben auch ja typische koloniale, rassistische Vorurteile verarbeitet. Das mag ich jetzt letztlich nicht zu beantworten. Es zeigen sich auch im Umgang mit der Tochter Adele gewisse nationalchauvinistische Tendenzen, denn Adeles Charakterschwächen werden immer wieder bezogen auf deren französische Heimat. Es wird da von dem typischen oberflächlichen französischen Charakter gesprochen. Für mich ist Jane Eyre ein durchaus lesenswertes Buch. Ich habe es gerade auf den ersten 200, 300 Seiten wirklich verschlungen und ich gebe ihm 8 von 10 Punkten. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet meine Kritik nachvollziehen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis bald. Ciao!